Okay, bevor es jetzt hier weitergeht mit dieser Lichtmensch-Dokumentation-Reihe. Es gab einen Auslöser und eine Reaktion oder umgekehrt. Und was jetzt folgt, ist ein Telefonatenmitschnitt mit zwei Freunden ineinander geschnitten. Ein Auslöser war, und worüber ich mich gleich am Anfang jetzt hier beziehe, ist die TV-Reportage Tödliche Lichtesoterik. Warum Finn Bogomil starb, findet man auch on YouTube. Darauf beziehe ich mich jetzt gleich am Anfang. Ich muss das verarbeiten. Und es wird sehr tief. Es ging mir unter die Haut in Mark und Bein. Da haben wir jetzt rein, weil da erklärt sich alles und gibt's einen kompletten Perspektivenwechsel. Das ist auch echt, dass man sich jetzt da über die Inhalte nicht zerreißt, weil das ist eine Ursache- und Wirkungseffekt. Ich hatte in dem Moment, also mich hat das, abgesehen davon, dass es nicht 100% professionell rübergebracht ist und die Schlussfolgerung natürlich nicht, und nur weil einer, es gab schon mehrere Todesfälle, die mit Lichtnahrung in Verbindung waren, wo immer irgendwelche Anwenderfehler waren und wo man deswegen noch überhaupt nicht sagen kann, dass es nicht funktioniert. Aber jetzt geht das natürlich voll in die Richtung, und es wird jetzt natürlich ein leichtes sein, dass man sagen, ja, klar, was da für Gelder dahinter stehen, dass man natürlich auch gar nicht will, dass man in die Richtung, dass Menschen in die Richtung weiter Hoffnung haben könnten oder so, sondern dass das und dass wir Menschen natürlich wieder beschränkt werden, und da könnte man jetzt schön den bösen Buben zuschieben, aber ist natürlich Quatsch, weil das wird auch alles aus mir erzeugt. Es gibt Gott und Satan sind eins. Es gibt diese Dinge nicht aber es ist aus dem Einheitsbewusstsein ist das auch es ist nichts, was nicht aus mir, aus uns, aus der Eins erschaffen wurde. Und das ist aufgetaucht. Und das Krasse ist, dass ich voll die, während ich die Doku geschaut habe, hatte ich, also von der Sache hatte ich voll die Flashbacks, weil der ist mit einer Begeisterung losgezogen, ziemlich genau, als ob er genau diese Filme gesehen hat, die ich produziert habe, noch ohne mehr drüber. Und er beschreibt ja auch in diesem Brief an seine Mutter von Geist über Materie. Das war ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor ich noch wusste, dass, bevor irgendjemand wusste, dass es bald Filme geben wird, die so heißen. Und dann auch, dass es nicht irgendjemand ist, der gestorben ist, sondern viele Rainbow-Freunde von mir kannten den. Auch mich hat da ein tieferes Déjà-vu-Flashback. Bei mir ist auch sofort aufgetaucht, Ursache-Wirkung, so von, jetzt habe ich so krass das eine praktisch hochgehoben, und jetzt muss logischerweise, muss das auch die Gegenseite auftauchen von Leuten, die das manifestieren, haben wir es ja gleich gesagt, das kann ja gar nicht gehen. So als einfach nur als ob das jetzt aus der Dualität heraus, sondern als ob ich wirklich damit was zu tun hatte, obwohl ich den gar nicht kannte und das erst nach seinem Tod praktisch produziert habe. Als ob das trotzdem die Ursache davon war. Ein total freaky Gefühl, dass das damit in Verbindung war. Und wenn das eine Extrem so angepriesen wird, dann muss das andere Extrem auftauchen, damit wieder die Dualität ausgeglichen ist. So, und das passt nicht. Es gibt eine Zeitlinie, und die spüre ich ganz, die habe ich von Anfang an, von, warte mal, das ist jetzt gerade mal nur eine Version der Geschichte, die wir erleben in einer anderen Geschichte. Isa hat es nämlich gepackt. Von das jetzt natürlich rauskitzelt, was sowieso noch an wichtigen Infos ergänzt werden sollte. Dass man das einfach kein Fanatismus draus macht, dass man mit der Lichtnahrung, dass man auf seinen Körper hört, dass es ein längerer Prozess ist, dass es Phasen sind, dass es am Schluss echt nicht drauf ankommt, ob du isst oder nicht. Das ist ein Nebeneffekt, dass du merkst, wow, immer mehr Energie kommt von sonst woher. Und dass man halt wirklich weiß, so von, es sind ta tausend Sachen, die damit getriggert werden, die wertvoll sind, angesprochen zu werden, dass Menschen wirklich achtsam mit dem Körper, mit dem Leben umgehen. Weil, und es musste sich irgendwie auch manifestieren, damit Menschen sagen können, ja, ich habe es ja gleich gesagt. Und tauchen jetzt natürlich ganz viel auf, die, wo mein, boah, hier ist das Ende, und der Mensch wird nie und nimmer ohne Nahrung können und so ein Ding, was halt. Und hier geht es nicht um Beweisen und um Polarität. Hier geht es um eine viel krassere, tiefe Sache. Und ich merke schon die ganze Zeit, es gibt eine Zeitlinie, in der hat er es geschafft. Ganz abgesehen davon, dass man es jetzt drauf schieben kann, dass er entweder eine Giftpflanze erwischt hat oder sich nicht genug entgiftet hat. Das kann eine Entgiftung, das können tausend Sachen gewesen sein. Das ist definitiv kein mathematischer Beweis, dass Lichtnahrung nicht funktioniert. War noch nie ein mathematischer Beweis dafür. Egal, darum geht es ja nicht, sondern ich hatte dieses Déjà-vu, als ob
der Film, den ich da gemacht habe, was damit zu tun hat, dass er gestorben ist, obwohl der Film erst nachher entstanden ist. Wo ich dann auch gemerkt habe von, ja, das ist echt wichtig, dass man sich der Frequenz anpasst, in die Phasen geht und wenn man merkt, jetzt ist der Körper nicht mehr so hochschwingend. Also er hat auf jeden Fall wachgerüttelt, dass gewisse Anmerkungen gemacht werden müssen. Auch über, wie wichtig die Entgiftung ist. Man kann doch nicht einfach blind rein. Wir haben seit der Kindheit kiloweise wirklich wie ein Abflussrohr, Stoffe in uns drin. Und man könnte es natürlich viel, viel sagen. Und er kann auch an einer Giftpflanze gestorben sein. Es ist ja gar nicht geklärt, woran. Man kann dann Sachen, wobei so ein Flash bei mir auch war von, hey, warte mal, so wie der drauf war, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Der hätte eigentlich, also ich habe voll den Flashback in die Zeitlinie, in der er lebt, in der das nicht passiert ist. Und als ob irgendwas total schiefgelaufen wäre, dass das jetzt so, und das ist, also in mir ist was das einfach nicht wahrhaben will. Und nachdem ich jetzt die Mandela-Videos hoch und runter, und da ist es ja nicht nur Nelson Mandela, sondern es gibt Dutzende Menschen, die für tot erklärt wurden in den Medien und Jahre später dann, ach wie, der lebt noch und dem geht's wunderbar und ist dann erst viel später gestorben. Und ganz, ganz vieles, und man wird diesen krassen, dich durchschauert's in Mark und Bein und man kann das erst nachvollziehen, auf was ich da hinweisen werde, wenn man die Videos gesehen hat, die uns da wirklich die Schuppen von den Augen. Wir leben, nichts ist Fakt und ständig verändern sich die Zeitlinien. Das passiert sowieso schon die ganze Zeit. Es sind einfach als Nebeneffekte aufgetaucht, weil größere Sachen sich verschieben und weil es auch ein Bewusstwerden, wir sind multidimensionale Lebensformen. Es gibt nichts Externes. Es ist alles aus meinem Mind, aus, und es ist auch gar nicht ich, wird alles daraus projiziert. Es ist ja eh alles Illusion. Und je mehr wir checken, ja, es ist echt die Matrix, wie der Neo, der dann plötzlich Cheats anwenden kann. Und genauso ist es eins zu eins. Diesen Flash muss man erleben, wie es an der Kribbel so von wie viele Leute von manche wachen auf mit einer Frau an ihrer Seite und wissen nicht, wer das ist und dann stellt sich raus, das ist ihre Ehefrau seit 10 Jahren und sie haben Kinder. Und andere beobachten, dass Häuser auftauchen vor ihren Augen im Ding und machen dann sogar ein Foto davon und eine Stunde später ist wieder weg und dass Uhren unterschiedlich gehen und dass Flugzeuge stehen bleiben und dass die Freiheitsstatue 1916 von den Deutschen angegriffen, neue Sachen tauchen in der Geschichte auf. So von, wenn man diesen Mandela-Effekt best of gesehen hat, den ich zusammenstelle, dann haut's dir alle Vögel raus. Bin gespannt. Das ist einfach krass. Und dann checkst du und dann sind auch so von der Schauspieler, der Fred Feuerstein gespielt hat, der war tot und der lebt immer noch. Und ganz, ganz viele Sachen. Und das ist, und dann kommen ein paar längere Videos auf 10 Minuten, die gibt man sich einfach. Das ist zu krass, was die Leute zu sagen haben. Und dann sagt er, unser logischer Verstand fordert, dass es eine rationale Erklärung gibt. Das heißt, es funktioniert dieses, wir leben in der Matrix, der Geist erschafft. Wenn wir Sachen anziehen wollen, erschaffen wollen mit Intention, wenn du dich darauf fokussierst, ich will eine schwarze Limousine, paff, dann taucht die auf. Und dann tauchen mit ihr die historischen Ereignisse auf und die Leute, die sagen, ja, ich habe in der Fabrik gearbeitet, habe die produziert, blibliblub, weil unser Verstand immer eine Geschichte dazu haben will. Das heißt, jedes Ereignis, das bisher mit dem Mandela-Effekt aufgetaucht ist, hat auch eine voll nachts voll in die Geschichtsbüchern. Man kann die, manche werden wahnsinnig und müssen ihre alten Schulatlasse auspacken und finden Neuseeland nicht mehr linke Hand, sondern rechte Hand. Und der Panama-Kanal läuft plötzlich nicht mehr von West nach Ost, wie es sein sollte, von Nord nach Süd. Und es ist halt wirklich ein Traum. Unser Geist erschafft die Realität. Und wie kam es, dass die Sachen geschichtlich sehr geändert haben, weil Menschen das nicht wahrhaben wollten, weil Menschen so intensiv reingegangen sind, und dann konnten die nicht wahrhaben, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Und dann scheiß drauf, dann sind Menschen, dann sind Millionen von Menschen, die eine falsche Erinnerung haben oder eine Erinnerung an eine falsche Zeitlinie, ist egal. Dieser Typ hat auch zum ersten Mal richtig erklärt, wie das sein kann. Es hat immer geheißen, mit Zeitreisen, wie soll das sein? Paradoxon, wenn du zurückreist und deinen Großvater tötest, dann kannst du gar nicht mehr zurückreisen, weil ja du dann nicht mehr. Dabei ist die Zeit wie ein Fluss. Er sagt, es ist wie Äste. Und sobald du da einen Stein hinlegst, fließt ein neuer Fluss. Und dann ist in der einen Zeitlinie das, aber du existierst trotzdem weiter. Er hat das auf jeden Fall voll genial erklärt. Und Sache ist,
dass hier geht es jetzt, also das ist das eine, das ich jetzt im Kleinen spüre von, warte mal, wie formuliere ich das jetzt in dem Video, dass ich jetzt diese Anmerkung, die ich zu machen habe, dass die Möglichkeit offen bleibt, dass in der Realität der noch lebt und dass das gar nicht so passiert ist. Dass sich dann Menschen nur daran erinnern von, aber dann ist es halt eine Erinnerung an eine andere Zeitlinie. Und was mich halt auch so tief berührt hat, war einfach nur die Sache, ich wollte es am Anfang auch ganz sicher nicht assoziieren, weil ich die Assoziation nicht herstellen will, weil das eine recht persönliche Sache ist. Aber das hat mich einfach, das war was mich im tiefsten berührt hat, einfach weil mein Sohn mit Zweitname Finn Wow, heißt. Ja. das ist aber wirklich krass. Das ist oft komisch, welche Zufälle das du gibt. Also, Ja. das ist echt seltsam, ja. Ja. Also, als ob es da irgendwelche Zeitlinien überschneiden und sich irgendwas manifestiert oder so. Aber das ist echt eigenartig, welche Zufälle das da waren. Ja, Das ist das ist dann Synchronizität und das ist wirklich dieses Gefühl, dass ich, als ob ich was damit zu tun hätte und als ob das jetzt wirklich so eine kleine Meisterprüfung ist, fokussier dich drauf, das ist möglich. Du bist gerade dabei, Videos zu bearbeiten, wie das schon in zig Fällen nachgewiesenerweise möglich war. Also, und das war nichts anderes, dass jemand was nicht wahrhaben wollte. Und Genau. darum, und dann war ja krass, und wie kann man das machen? Und dann kam mir der absolute Clou und die Erklärung schlechthin, warum 95% aller Mandela-Effekte sind einfach nur leichte Buchstabendreher. Das ist jetzt, KitKat ist jetzt mit einem Slash oder nicht einem Slash geschrieben, Skechers so oder so. Das sind alles kleine Sachen im Namen, wo man war von Sex in the City und Sex in the City und lauter solche Kleinigkeiten. Und dann habe ich, das kam mir dann, weil ich mir da gedacht habe, ja, wie machst du jetzt das? Ich kann jetzt unmöglich diesen vierten Teil, der ist eigentlich, hat gar nichts mit dem Film zu tun, der ist super toll, aber ich muss noch aber ich kann jetzt unmöglich sagen, boah, ich muss jetzt noch Stellungnahmen, da gab es die und die Reportage, Link auf die Reportage, von dem, weil das hat ja dann nie stattgefunden. Das heißt, ich werde eine Version vom vierten Teil produzieren, in der hat das nicht stattgefunden. Ich gebe trotzdem die wertvollen Hinweise, was alles zu beachten ist, zu Risiken, zu acht auf deinen Körper, schau, dass du am Leben bleibst. Das ist das Wichtige. Ist ja auch bei mir so, als ich dann da in der Höhle war. Ich war lange am Fasten und als ich dann gemerkt habe, boah, jetzt wird es voll anstrengend. Jetzt mal, wenn ich aus der Höhle rausgehe, ist das voll anstrengend und davor ging es mir noch gut und jetzt, und ich werd auf keinen Fall aus dieser Höhle rausgetragen. Ich werde sicherstellen, dass ich in keiner Parallelrealität wird das nie, einfach nicht passieren, in keiner Version, weil das der absolute Total-Failure wäre für eine Welt, wenn jemand öffentlich über Jahre, über Bewusstseinserweiterung, Ayahuasca und Co. und dann irgendwo drauf geht. Das geht. Das wäre der schlimmste Einschnitt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe nach einer Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, boah, mein Körper ist noch nicht 100% so weit, bin 4 Kilometer gelaufen, bin im nächsten Laden, habe mal was zu essen geholt, fertig. Habe eine Woche gegessen und habe dann wieder in die nächste Fastenphase. So macht man das halt, dass man auch sagt dass man kein Fanatiker wird, dass man nicht, dass hier nicht um höher, schneller weitergeht, sondern wirklich im Rhythmus, im Balance, ist ein langer Prozess, ist. Es ruft mich in einen Zustand, aber ich muss mich jetzt auch nicht verstecken, wenn ich mal was esse oder so. Das ist, es geht nicht also ich weiß absolut, dass es möglich ist, aber es geht ja nicht um Beweise, nicht um Rekorde. Und der Finn war da so praktisch ein bisschen ein Schnellstarter, hat was wachgerüttelt, was anders auch gar nicht reinkommen wäre. Ganz ehrlich war es so, dass der vierte Teil, ich muss Stellen jetzt rausschneiden nach diesem Vorfall, weil man hätte mich dafür aufgehängt. Ich hab ziemlich leichte Hand drüber geredet, dass man sich auch diese Retreats, die voll teuer sind, kann man sich ersparen und muss man nur das. Und weil es bei mir jetzt halt einfach mit Wille funktioniert hat, dass ich selbst 16 Stunden am Computer, keine Waldspaziergänge, keine Meditation, nichts von all diesen Sachen, die man in Retreats lernt und es hat funktioniert, aber das war einfach nur, weil ich in so einer hohen Schwingung war durch das Material. Und deswegen muss man trotzdem noch sagen, hey, bei jedem ist es an. Also in den ersten drei Teilen ist es ja sowieso immer, ist es ja eh gesagt durch die Szenen, die ich reingeschnitten habe, dass immer gesagt ist, ja, aber mach's nicht allein
und fange langsam an und da ist es eigentlich eh mit drin, aber ich wäre jetzt übers Ziel hinausgeschossen und hätte Kommentare gesagt, auch gab es Hyperraum-Kommentare, da musste ich mir sofort, die musste ich unbedingt rausnehmen, weil das könnte man komplett verdrehen und Ja, das ist sicher genau. klar. Und darauf wollte ich auf die Art und Weise erst aufmerksamer können, natürlich dann auch sagen, in der anderen Zeitlinie ist dieses Wissen einfach schon da aus der Sache und darum habe ich das einfach mit mehr Weisheit vollendet, weil es wirklich ein heikles Thema ist, wo man nicht einfach mal blind das an die Werbefahne hängt. Genau, und jetzt mache ich praktisch zwei Versionen und die werden, und wenn es klappt, dass dann dieser Todesfall nie war und dann gab es die Reportage nie, dann gab es auch nie meine Reaktion drauf und dann verschwindet eins dieser Videos. Und wie macht man es dann am besten? Ich kann die beiden nicht genau gleich benennen, also mache ich einen minimalen Unterschied im Titel. Tada, und dann haben wir den Mandela-Effekt, dass Leute sagen, hey, das hat doch so geheißen und jetzt heißt es leicht anders. Das ist aber wirklich genial, ja. Also Und dann war das für mich die das hat Erklärung, super funktioniert. Ja. ja, wir haben, vielleicht waren so manche Zeitänderungslinien einfach so von, ach, da machen wir eine kleine Änderung und dann geht das rein und man erschafft eine parallele Geschichte. Das heißt, ich dürfte es auf keinen Fall in einem Video verarbeiten, weil sonst wird das eine Video draufgehen und ich will ja die wertvollen Inhalte transportieren. Also das heißt, es wird doppelt sein, bis auf den Teil, wo ich mit dem einen, ich werde einen Kurzhinweis machen und dann praktisch, ja, das, was ich hauptsächlich, ich schicke dir das noch, was ich gestern aufgezeichnet habe. Mit einem Mandala habe ich telefoniert, das ist halt auch voll passend, wenn der Mandela-Effekt mich flasht. Mit wem telefoniere ich? Mit einem Mandala. Das war erst, ich hätte gestern, ich war dann so high, ich hätte unmöglich schlafen können, ich hätte an die Decke hüpfen können wenn man das erfasst, dass das wirklich möglich sein könnte und würde. Und dass ich das jetzt plan und davon spreche. Und wenn es klappt, dann hat dieses Video hier auch nicht stattgefunden. Der kann zwar in unserer Erinnerung sein, wir wissen, Mandela-Effekt, wir haben falsche, also nicht falsche, wir haben Erinnerungen an andere Zeitlinien, das macht nichts. Nur die Geschichte muss logisch nachvollziehbar sein. Das heißt, ich werde im zweiten Video ganz allgemein diese Tipps rüberbringen und mich nicht speziell auf diesen Todesfall beziehen. Ganz klar, dann muss er nicht unbedingt gestorben sein dafür. Dann war es einfach eine Lehre, die kam, die war sinnvoll und ist einfach nicht mehr damit assoziiert. Wir lösen die diese Verbindung und dann ist die Sache, okay, dann hast du zwei Vi Videos. Und jetzt check ich, dass diese kleinen Dreher, die gehen, die auf die Art und Weise, das sind die Glitches in der Matrix, die Shifts. Und das war genau die Lösung von, wie machst du das, zwei Videos? Von, ich denke mal dann, wie ist das damals mit dem Mandela-Effekt gelaufen? Da waren auch, ich kann mich sogar daran erinnern, dass meine Eltern auch davon erzählt haben und das im Fernsehen. Ich war noch echt jung, aber das haben Hunderte ganz viel, das war egal, was man alles drüber geschrieben hat. Und in der anderen Zeitlinie existieren diese Videos nicht mehr. Existiert die ganze, ich muss nur ein Video produzieren, das dann eben überdauert und das wird leicht anders heißen. Das wird, ich werde mal da einen Buchstabendreher überlegen. Und dann geht es nur darum, dass man sich Zeit nimmt, das intensiv genug zu manifestieren. Vielleicht fällt es damit zusammen mit dem, wann ich ins nächste Mal in die Höhle bin, whatever. Aber das, ich, das Da wird noch viel ist, passieren und ich freue mich auf alles und das. das ist, es ist eine so nahe Sache, dass, als ob ich das nicht gut sein lassen könnte und als ob es sich jetzt auch nicht damit getan ist, dass ich irgendwie sage, ja, ihr bösen Mädchen, ihr wollt es ja wieder nur und ist gar nicht so. Und da geht es nicht um Verteidigung, sondern um. Um Änderungen in der Zeitlinie. Ja, genau. Und das aus der Einheit heraus, aus dem Wissen, dass es alle nur gut meinen und man dann nicht, wir müssen mit der Polarität, wir müssen aufhören damit, daran zu glauben, dass andere uns manipulieren wollen. Und dass man dann deswegen, wir manipulieren uns, wir erschaffen die Ereignisse, die uns manipulieren, wir checken es nur noch nicht. Und in dem Fall, und das war bei mir so krass, als ob ich das selber, also ich habe mich total verantwortlich dafür gefühlt. Als ich die, als ich die, die Doku, ich,
Obwohl alle die Abwehrhaltungen da sind und Leute auch dagegen argumentieren und viele immer noch an. Aber das war ein total seltsames und ja, ist auf jeden Fall. Schau mal, wenn das. Wie gesagt, ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Das war eigentlich anders. Und dann ist das für mich, ich werde das praktisch so stark mich hineinfantasieren, dass der Typ noch lebt und dass er sich meldet und hey, ich bin wieder aufgetaucht und mir geht's gut. Und Dass sie dann die Parallelwelten so zusammen kombinieren, dass es quasi nie passiert ist. Das war durchaus möglich. genau, Das ist und ja dann wirklich eine interessante Theorie. dann können sich mal wieder ein Bruchteil der Menschheit daran erinnern, dass es da mal eine Doku gab, die verschwunden ist und dann taucht es auch schon Genau. wieder. Und dann ist es nur ein Das weiterer ist ja Beweis, der Mandela. ein weiterer Beweis von Zehntausenden für den Mandela-Effekt. Also das ist dann noch nicht mal was Besonderes, aber man darf natürlich gespannt sein. Wir können das immer mehr wirklich aktiv nutzen, um unsere Realität ganz bewusst um uns zu erschaffen. Also nicht mehr so von, ich bin hier ein passives Opfer meiner Umstände. Sondern dass man aktiv eingreift, Genau, also genau. dass man sozusagen mit Intention in den Trip geht und dann die Realität ändert. Genau, und das muss noch nicht mal ein Trip sein, weil das Leben selber ist ja auch schon ein Trip. Menschen machen das echt auch Nee, nur ist ja. mit diesen Wassern, wo sie dann das Wasser dann einer neuen Dimension zuweisen, dem anderen Zustand. Und dann hat das Wasser diese Information gespeichert. Das ist ja nachgewiesen. So wie Pflanzen eins zu eins wissen, was du denkst. Die Pflanzen, die an Lügendetektor angeschlossen waren, der wollte den Raum verlassen, der denkt da dran, ah, ich könnte die verbrennen. Bäm, schlägt sie aus. Die ganze Umgebung weiß, was du denkst. Und speichert Alles es. mit Bewusstsein erfüllt, Ja, ja. ja. Das eben viel, viel stärker, dass man da und die Welten ausblenden, die Sachen, die aus der dualen Welt erschaffen, dass man da drüber hinauswachsen, ne? Also das ist eins der Sachen, die ich in Angriff nehmen will. Und dann halt auch im Zuge dessen, weil mit dem ganzen Mandela-Effekt, so gibt es eine, das Video hast du auch gesehen, da gibt es von ihr noch eins, die bringt es eben mit spirituellem Aufwachen und dass die Frequenz steigt in Verbindung, dass es ein Nebeneffekt des Aufwachens ist. Und erzählt dann, dass ein Video heißt A Timeline Without the Illuminati. Sie sagt, dass wir quasi noch in den 60ern feststecken, dass nichts weitergegangen ist und man hat uns irgendwie nur Smartphones und Tablets gegeben und wir hätten schon längst freie Energie und eine dezentrale Machtverteilung und Communities, die sprießen und nichts mehr von dieser ungleich polaren Welt und als ob da irgendwas nicht. Und dann flasht sie voll rein und erzählt ihre ganzen Déjà-vu-Erlebnisse und ganz detailliert von dieser anderen Zeitlinie. Und das ist genau der Punkt, das ist, was das auch so schon sagt, dass du ganz intensiv da reinfühlst, weil die Möglichkeit existiert. Wir wissen ja spätestens aus Salvia, dass das nicht nur eine Spinnerei ist, sondern. Genau, das ist exakt das, was man eigentlich auch auf Salvi hat, diese ganzen Parallelwelten, wo wirklich jede existiert und Genau. irgendwie jede aus einem Gedanken oder aus einer zeitlichen Abspaltung heraus generiert worden ist. Also der Mandela-Effekt, da haben wir gestern gedacht, das ist vielleicht dieses eine Wort, das man immer auf einem Salvia-Tipp sucht, also das Wort, das man sozusagen Salvia beschreiben kann und dass das einem eigentlich nie einfällt. Und da haben wir gestern gedacht, Mandela, das ist eigentlich das eine Wort, das sie 10 Jahre lang aufgearbeitet haben. Und Ja, das könnte ja wirklich das sein. musste sich halt erstmal definieren und das wird jetzt so, ich habe so eine Freude dran, das wären drei, wie also ich mache die auch in der vollen Version, das wird ein Hammerkino und die Videos werden so wichtig, weil die lösen, wenn in 70% oder 80% derer, wo schauen, die werden währenddessen so den Schock ihres Lebens erleben praktisch. Dieser Effekt, ich weiß nicht, ob du früher Lost geschaut hast, die Serie,
da gab es die Effekte auch, Kenn ich, ja. dass du da standest und mit offenem Mund und nicht gecheckt, boah, das war so richtig kalten Rücken runterlaufen und das war, da wusstest du aber, das ist ein Film und da betrifft es ja was, da betrifft es ja die Realität letztendlich, die gar nicht real ist. Und tausende Leute flippen doch, also gehen da dann über Wochen, bist du dann am Jagen nach Mandela-Effekten, weil du nicht mehr aufhören kannst. Von die Mona Lisa lächelt neuerdings, gibt's ja nicht. Und bei mir auch die Beats bei Dre, meine Kopfhörer, hat sich das Logo geändert. Und dann musste ich um 3 in der Nacht musste ich meine Festplatten rausholen und die ganzen Next Generation PK-Folgen in vierfach Schnelldurchlauf schauen, weil er hat plötzlich in ganz vielen Folgen so einen Edelstein, einen Kristall in der Hand, mit dem er die ganze Zeit gestikuliert. Von habe ich 100 Mal gesehen und schreiben andere auch von das war einfach nicht. Und auch solche Zitate wie Scotty beam me up, die gab es einfach nie. Oder dass der Morpheus in Matrix sagt, was wäre, wenn ich dir sage, dass alles, was dir je erzählt wurde, eine Lüge ist. Oder alles, was du je wusstest, ist eine Lüge. Das Zitat fehlt auch völlig. Sachen haben sich einfach zigfach verändert. Es gibt sogar, dass die Sonne teilweise nicht mehr im Osten auf, im Westen untergeht, sondern umgekehrt, weil wenn dann der Polwechsel schon stattgefunden hat, dann wird die Sonne anders aufgehen. Da gibt es auch schon Seminare von, als Gemeinschaft gehen sie in den Mandela-Effekt für einen Tag in einer anderen Zeitlinie verbringen. Das muss in unser aktives Bewusstsein, dass es nicht nur ein Wort und nicht nur ein Ding ist, sondern dass es real ist und dass. Dass das real stattfindet. Genau, und das ist ja täglich auch in unseren Träumen, seit ich mit dem Mandela-Effekt zu tun habe. Was mache ich in meinen Träumen? Ich tue total bildlich Zeitlinien justieren und ich nehme genau die Themen tagsüber mit und ich bekomme da gezeigt, wie in der total bildmetaphorischen Sprache, wie die Bausteine aneinander zu fügen sind, dass die, also wirklich ein Beispiel von Parallelrealitäten. Ganz, ganz dort deutlich und ganz klar. Super aufregend, super geil. Und das Geile ist, wenn das jetzt praktisch Feuer fängt und rauskommt. Ich dachte vorher, das Mind Over Matter Ding ist schon eine fette Sache. Aber da muss man wirklich sagen, halt in Relation. Es war am Schluss nicht so wichtig, ob man jetzt was isst oder nicht isst. Das ist, was die alle auch sagen. Das ist ein Nebeneffekt, dass man, wenn man in der Schwingung steigt, dann plötzlich merkt, wow, ich brauche das gar nicht mehr so und ich will eh nur Leichteres. Und ich habe nur gemerkt, da gab es eben dieses Zitat, ich muss das rausschneiden. Weil der Kontext gefehlt hat, eben von, das hatte ich in letztes Jahr Mondfinsternis. Ich bin in Ayahuasca kombiniert mit Salvia und dann war im Raum so ein Erleben, als ob ich, also wir aus dem Tod, also wir wären alle gestorben. Klar, wir sind ja eigentlich gestorben. Und was machen wir da, wenn wir tot sind? Wir erschaffen uns diese Welt hier, in der wir meinen, wir würden leben. Und wir sind praktisch immer noch im Hades. Und dann war so dieser Spruch, ja, kannst schon was essen, aber bleibst halt im Hades. Hat so gewürzelt, so von, weil es diese feste Form ist. Und wenn man das außerhalb vom Kontext sagt, dann geht das gar nicht, weil das soll natürlich nicht sonst was heißen, sondern gemeint ist das, wie es in diesem Tosswerk, das ich bis zuletzt wahrscheinlich nicht vertonen werde, da ist es, dass es sagt, wenn du deinen Avatar wechseln willst, wenn du Zeit reisen willst, wenn du dein Körper ewig wenn du das machen willst, dann lernst du erst 7 Tage in absolute Dunkelheit, in absolutes Fasten zu gehen, in absolute Stille. Und wenn du das beherrschst, dann brauchst du später nur noch 3 Tage. Und genau das sagt mir so oft, dass der Körper auch mit Ayahuasca ist das Gleiche, dass Ayahuasca auf einmalig kann dich das in den Zustand bringen, wo du das Gefühl hast, du hättest du jetzt 2 Wochen hinfasten müssen. Bis dein Körper auf einen Schlag ist das ganze Zeug draußen und du bist so rein, als ob du 2 Wochen dein Körper entgiftet und Stimmt, ja, gefastet genau. Das hättest. war auch dieses Kurzen auf dem Wirkungshöhepunkt. Das ist zwar in der ersten Phase ist das relativ anstrengend, weil es dann natürlich diese ganze Negativität und so weiter aufsammelt und so. Aber in dieser Phase, wo man sich dann nach Ayahuasca leer gekotzt hat, das ist einfach absolut traumhaft. Das ist so ein ganz Körperorgasmus, mehr oder weniger. Und dann folgen eben diese DMT wie vor, also das ist echt krass, sozusagen die Belohnung für die erste anstrengende Ja, Phase. und das wird noch immer, Nicht?
Genial. Das ist erst der Vorhof, die ersten Male. Bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, dass ich Ayahuasca trinken muss, bis es aufgehört hatte, dass ich auf irgendeine Art und Weise, Das dass, ja, nicht nur, also das Kotzen hört recht bald auf und dann hat man längere Zeit. Man ist dann auch voll froh drum, der haut einfach hinten das Ganze richtig gut raus. Du musst dann nicht mehr urinieren, sondern alles Wasser, was im Körper ist, wird umgeleitet und zack raus, du machst dich ultra leicht, du bedankst dich dafür und es hört aber dann auch auf nach einer Zeit. Und du kannst auch, wenn du, ich habe das auch schon, man kann lang entgiften mit Flohsamenschalen, mit Fasten, mit Einläufe machen und dann trinkst du Ayahuasca. Und dir haut's noch einen ganzen Eimer voll mit Dreck und Scheiße. Weil das in jede Zelle geht. Absolut, Und drum ist, wäre das, wenn dann eher so ein Maßstab für mich, ab wann man auf Lichtnahrung umsteigen kann, wenn man Ayahuasca trinken kann und es kommt nichts mehr. Also, und es geht dir wunderbar. Das ist der Indikator, genau, weil dann bist du in dann deine Zellen, weil darum geht es dir danach so gut, dann können die einfach den goldenen Schnitt, dann sind die einfach nur noch heilige Geometrie, diese höchsten Resonanzfrequenzen und du gehst ab. Und das dann eben zu halten. Und das ist auch, was mir ein Freund aus Rainbow Crystal Land Kolumbien erzählt hat. Die sind mit mehreren Urstämmen in Kontakt. Und da ist es üblich, dass die ihren 8-jährigen Kindern Ayahuasca geben. Und die Kinder, die kommen wunderbar damit klar, die sagen, das ist wie ein Traum. Und bei Kindern, die haben keinerlei Übelkeit, keinerlei Durchfall, nichts, gar nichts. Die sind Kinder, Kinder haben das noch nicht angesammelt. Also vielleicht westliche Kinder wäre es was anders, ganzen Müll, aber Urwaldkinder haben keinen Zucker, die ganzen Sachen nicht in ihrem Körper. Und dann trinken die das und es geht Das ihnen ist gut. Wahnsinn, ja. Und bei uns dauert es eine Zeit lang, bis wir da hinkommen und das. Weil alles voll gestopft ist mit körperlichem und geistigem Müll dann Genau, wahrscheinlich, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. aber es geht dann auch immer leichter und was wir auch funktionalisieren können, ist letztendlich wieder Parallelrealitäten wechseln. Dass du dich darauf fokussierst, okay, ich habe jetzt zwar, aber ich denke mal, das ist jetzt einfach so, als ob mein Körper, wir können unsere Körper switchen ja eh durch einen Mandela-Effekt schon. Da hat's bei mir einen Vogel rausgehaut von das Herz ist plötzlich mittig. Die Nieren sind ungefähr 20, 30 Zentimeter weiter nach oben gerutscht. Unser Schädel hat jetzt 6 Löcher bekommen. Also die Körper werden gesünder. Es gibt auch so Sachen von der Sänger von den Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, der war früher voll fertig und richtig gesundheitlich. Also in seine war der richtig fertig. Und jetzt, wenn man die Videos anschaut von ihm damals, ist er in einem gesunden, guten Zustand. Wir können rückwirkend, wir können uns, genauso wie ich mir auch immer gedacht habe, mit Rauchen aufhören, dass ich mal dann, wenn ich dann aufgehört habe, dann denke ich mal, boah, ich habe jetzt ja schon nicht erst 3 Wochen aufgehört, sondern schon ein ganzes Jahr. Und ich habe wirklich buchstäblich im Hyperraum gesehen, wie meine neuen Organe aus dieser 12-Strang-DNA praktisch, die ist fraktal, die klappt aus wie die Federn von dem V. Und dann kannst du die neuen Organe einklappen. Und damit ist es wirklich grenzenlos. Und Was nicht aufzuhalten ist, nämlich der Durchbruch der Wahrheit und des Friedens. Und da wird natürlich versucht, uns irgendwie zu verunsichern. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wird versucht, das irgendwie. achte auf die Formulierung, das ist das Krasseste. Es ist nicht Es wird nicht es. versucht und es wird nicht passieren. Das Wir sind lassen wir. das nicht Das zu. sind wir. Verstehe dich schon. Wir müssen Lass uns aufhören zu sagen, manifestieren. dass wir von außen manipuliert werden. Das ist so leicht, so naheliegend. Und das ist aber wirklich die Krux, dass du checkst, ich habe das generiert. Das war für mich diese tiefe Erkenntnis mit, ich bin auch geneigt, in Abwehrhaltung zu gehen und Stellung, und dann steigst du in den Ring und sagst, boah, und was dafür ist im RTL2-Stil reportiert und blieb. So, aber ich hatte so ein Déjà-vu, dass das wirklich, und dieses Bild von dir, Ursache und Wirkung, die tauchen gleichzeitig auf. Das heißt, du hast damit zu tun, weil du es jetzt siehst, das ist passiert. Und genauso ist es mit allem. Wir müssen aussteigen aus der Dualität. Zu 100%. Sind wir eigentlich schon. Und Und ich war ja. diese Erfahrungen im Einheitsbewusstsein. Also die kicken einfach alles. Also das ist ein.
Das ist das, was ich gestern geschrieben habe. Ich hatte Frequenzen, die durch mich durchsausen. Das ist unbeschreibbar, unbeschreibbar geil. Das ist, ich freue mich so, wenn das alle erleben. Und ich weiß, dass das wird passieren, dass wir das alle erleben. Also am Tag zuvor hatte ich mit einem Schluck Ayahuasca und diesen monoatomischen Elementen so dermaßen den Durchbruch, dass ich wirklich Realitäten aus dem Zustand, die waren meine heute, und mich haben Frequenzen durchlaufen, die richtig super hochfrequente, wie so Nadelspitzen, die haben alles durchfahren, den Körper, die Massen, die Gravitationsverteilung war völlig anders. Das war das war gestern so, es war nur ein Schluck. Und die monoatomischen, ein Schluck Ayahuasca und die monoatomischen Elemente kombiniert. Und ich habe dann gemerkt, das wird krass. Und ich war überhaupt nicht mehr hier, ich war nicht mehr in diesem Körper. Ja, was machst du jetzt? Und Krass, krass, krass. und das waren reine Frequenz, so richtig so ein Flutsch, so ein eine komplette Ausrichtung, und da haben sich gleichzeitig im Körper und ich wusste, damit kannst du alles. Das war nur von dir. Der Körper hat zu brodeln angefangen, die Frequenz, und dann war auch, dass ich dann, wenn es losgeht mit der Frequenzerhöhung, Frequenzerhöhung, dann werde ich plötzlich nicht nur ich warm, sondern wird der ganze Raum um mich plötzlich super warm. Und genau das ist wieder passiert. Der Raum war eigentlich so ziemlich gefroren, dass man echt unter zwei Daunendecken liegen muss. Und ich hatte einfach keinen Bock, jetzt einen Ofen anzuschmeißen, weil ich den ganzen Tag schon das Feuer nicht brennen wollte. Egal, ich bin rein und bam, und Stunden später bin ich raus und habe gemerkt, wow, der Raum ist immer noch warm. Es war unglaublich. Und all die Metalle, Gold, Indium, Platinum, die ganzen Elemente, die auf dem Monoatomisch, die ganzen, es war alles vertreten, und es war eine super hochkarätige Maschinenintelligenz, die letztendlich ich war, aber das Ich gibt's da halt echt nicht. Das ist alles eins. Und das ist wie eine Bühnenkulisse, die sich plötzlich bewusst wird, Alter, ich bin diese ganze Bühnenkulisse. Und ich bin alle, auch dieses Hacking-Reality-Video. Alles ist eine Gedankenform. Es gibt nichts, was nicht eine Gedankenform ist. Du bist eine Gedankenform von mir, von uns, whatever. Ich bin auch eine Gedankenform. Mein Körper ist eine Gedankenform. Und diese Gedankenformen sind formbar, sind völlig verwandelbar. Alles wird völlig fluid, und dir zerreißt einfach alles, was vorher noch Bestand hatte. Und du weißt einfach, dass wir in eine Realität reinklappen werden. Praktisch, es gibt diesen Flash, und wir haben so ein klares Bild, wie die Realität sein will. Ich werde dann dieses Maya-Synchronisationsstrahl 2012, was José Arguelles geschrieben hat, wie er die Welt sieht mit Sinneshäusern, mit Klanghäusern, es ist ein Paradies einfach von, wir leben wieder in der materiellen Form, aber wir sind dann völlig be bewusst, dass wir, und es wird einfach keiner mehr sein, der wo dich anschaut von, auf was bist du jetzt, was erzählst du mir hier für einen Scheiß? Das ist, ja. Boah. Genau, und das war so ein, ich hatte dann wirklich während des Bearbeitens der Videos gestern die ganz klare Eingebung von, ja, das. Also das wird diese Zeitlinie, dass das nicht passiert ist, und dass das in unserer, wie auch immer, dass das ein Ereignis sein kann und wird, eine Möglichkeit, die ich anziehen kann und einklappen kann und will und versuchen werde. Kann sein, dass ich dafür eine sehr fokussierte Zeit, dass das zusammenfällt, wenn ich das nächste Mal in die Höhle gehe, wenn ich, das geht nicht auf Pi mal Daumen. Ich habe auch diese Videos, wie man Dimensionen jumpt, indem man einfach zwei Gläser nimmt, Wasser einfüllt, auf das eine Glas machst einen Zettel von, das funktioniert schon mit, in der einen Dimension rauchst du gerne, in der anderen rauchst du überhaupt nicht gern. Und dann füllst du von einem Glas Wasser in das andere, und dann trinkst du daraus, und du stellst dir das richtig lebhaft vor, wie das im anderen ist. Und damit hast du die Dimensionen gewechselt. Wir sind komplett Wasser. Wasser hat ein Be Bewusstsein. Du musst es auf eine Art und Weise anziehen, manifestieren, eine Intensität muss dabei sein. Und
Und das ist schon in der Anleitung. Ich habe da mehrere. In der Anleitung ist schon, dass es für kleine wie für große Dinge funktioniert, aber man soll erstmal klein anfangen. Das steht absolut auf dem. Das passt nicht. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Das sind jetzt irgendwie 10 Reaktionsvideos aufgetaucht und eins krasser wie das andere. Und jetzt kann in den Untergrund gehen mit dem wörtlichen Nahrung. Man darf schon nicht mehr aussprechen. Man muss dann Langzeitfasten und das ist alles nicht mehr, wie es sein sollte. Und das hätte nicht. Und wenn man, also ich, ja, ich bekomme diesen Call wirklich aus einer Art von Insekten, Hyperraumelfen, Intelligenz das ist eine Lebensform, mit der man dann wechselt, die einfach reine Schaltung, reine Hyperintelligenz, reine, du bist die ganze Akasha, du bist alles. Und in diesem Zustand aktiviert sich dann bei mir regelmäßig voll krass so ein Salvia-Flash, so ein richtiger, die Pflanze wird dann, oder das wird hochaktiv, so von das, als ob es nur drauf gewartet hätte. Und das ist, ja, und das hat zwar gestern auch so gesagt, hey, das bist ja eh alles nur du, dann änder es doch einfach. So von, das ist doch alles nur, das ist was, was so freakig ist, aber das ist genau dieses Geile, das habe ich da auch geschickt, Hacking Reality von diesem 444. Das ist Hammer, das erzählt dir, das erzählt es nämlich für alle. So, es gibt nur dich. Und alles ist eine Gedankenform, die aus dir, und es ist nichts, was nicht eine Gedankenform wäre. Und alles, was wir machen können, ist uns diese Botschaft übermitteln. Und jeder geht dann seinen Weg, aber in meinem Universum werde ich alle mitnehmen für mich praktisch. Und in deinem Universum wird es wahrscheinlich ähnlich laufen, weil wir einfach auf einer ähnlichen Schwingung sind. Und andere, die ihr Leben lang nichts davon hören wollten, die hören und sehen wir auch nicht mehr. Die werden das früher oder später auch, aber da trifft halt wirklich wahrscheinlich das Konzept der Inkarnation zu, dass Menschen, die wollen das so, die wollen sterben, die wollen das durchlaufen und wieder, und wie Seth das dann auch beschreibt, wie das dann nach dem Tod, wie die sich dann ihre Welten aufbauen und wie er dann als Lehrer in Erscheinung tritt und dann kommt man wieder und jedes Mal ein Stück weiter. Und das ist aber halt ganz eindeutig, dass wir hier in der letzten Inkarnation sind und dass unser ewiges Leben schon begonnen hat und dass wir nicht mehr, also das hat sich für mich ganz tief eingraviert, dass ich da jetzt kein Blatt mehr von den Mund nehmen brauche wegen Unsterblichkeit. Das war ja schon vor Jahren, was im Klartraum so deutlich, also das war damals genau DMT Salvia kombiniert und nichts war, was deutlicher gesprochen hat, die Herleitung der Unsterblichkeit, dass das mal diktiert hat mit diesem. Mit diesem aus der Null, aus dem schwarzen Loch, dann klont sich's, dann hast plopp, plopp, dann hast du das Doppelte wieder, dass du die Lebenserhaltung hast und dass das anwendbar ist, das Prinzip. Und es hat sich auch so verjüngend angefühlt. Und das war nur dieses einfach, es hört nie auf, ganz im Gegenteil. Durch das schwarze Loch hast du jetzt mal wieder eine Klonung. Ne? Und das ist ja das, was Salvia macht. Was ist die, ist ein, es klont. Genau. Diese uneindlichen Parallelwelten, in denen man alle existiert. Ja. Das Und Salvia verlässt sich, Salvia ist absolutes Symbiont vom Menschen, Salvia verlässt sich darauf, dass es Menschen gibt, weil sie kann sich nicht selber absteklingen, aber die Menschen machen das schon. Also ich brauche keine Samen. Genau, ich bin und als ob diese Entität immer nur praktisch eine Lebensform wäre, die komplett auf unserer Schleimhaut Bio. Ja, wir sind, wie hast du gesagt, so eine Alchemiefabrik. Und diese Alchemiefabrik, wenn sich dankenswerterweise dafür entscheidet, diese Essenz zum Leben zu erwecken, dann taucht wie Phönix aus der Asche. Dann besteht Salvia vor, genau. Genau, dann bist du, dann, das ist ja auch nichts Äußeres, sondern dann taucht einfach diese. Das ist wie ein Urcode. Das hat eine Funktion. Es ist total viel drin kodiert, aber es ist eben auch Liebe drin. Und das finde ich das, was dann wieder bei der Absolut, ganzen Simulationstheorie fehlt es komplett, weil das immer halt echt nur, und das treibt denn manche Leute schon in den Selbstmord, wenn man dann, boah, toll, ich bin nur in einer simulierten Test-Computerspielwelt, dann für was bin ich überhaupt da? Was soll der ganze Mist? So für, und weil das Leben wird ja auch als Mühsal wahrgenommen und dann bist du nicht in der. Darum kann ich das, die Sache nur mit Kommentaren zitieren, auch wenn es enorm um sich greift. Und darum habe ich das auch nochmal hinterher schicken müssen. Wer dann bei dem Kanal von dem 444 schaut, der hat ja auch alle Simulationstheorien assimiliert. Ist hochinteressant, ist toll.
Muss man, aber ich sage nicht, dass es nicht wahr ist, weil jede Möglichkeit gibt's. Aber wie gesagt, ist halt nicht der Aber sich realisiert. Weisheit letzter Schluss, weil am Schluss sind wir selber Schöpfer und haben uns das so Genau. ausgedacht. Mensch ist Gott, und das ist für mich eigentlich die Hauptaussage, immer das erste Mal bei einem DMT-Durchbruch dann richtig klar geworden ist, dass eigentlich niemand anderen gibt, außer ich, der die Realität schafft. Und ich bin gleichzeitig das Kollektivbewusstsein, und alles ist eins. Und wirklich alles, was gibt, entspringt nur aus dieser Konzentration vom Bewusstsein raus. Das ist für mich eigentlich eine der Hauptaussagen vom DMT. Ein absoluter Lehrer ist Es ist DMT. die Rückführung schlechthin. Und Absolut. muss da auch noch was korrigieren, weil ich im dritten Teil ja das versucht habe zu erklären, und dass es die Welt vorher gar nicht gab, sondern dass es in dem Moment, wo ich, oder in dem Moment, wo ich mich geboren habe, ich habe gesagt, in dem Moment, wo ich auf die Welt kam, habe ich meine Eltern und das Zeitalter drumherum und so weiter erschaffen. Aber eigentlich muss ich sagen, ich bin da gar nicht auf die Welt gekommen. Ich habe in dem Moment, wo ich in eine körperliche, in eine physische Form kommen, bin erst meine Welt um mich erschaffen. Und aus meiner Perspektive Genau, ist es wirklich ja, so, dass das alles genau. ein, Eine selbstgemachte Projektion dass das hinaus, nicht genau. unabhängig schon läuft. Und die erzählen mir zwar, ich wurde geboren, und dann erzählen mir andere, ich bin älter als du und war vorher schon da, aber es hat sich wie beim Mandela-Effekt hat der Verstand, wurde das aufgebaut. Macht ja Sinn, weil wir ja dann, das ist auch jetzt mit der vierten Dimension, dass wir uns beliebig, das ist ein Anzeichen von 4D, ist, du kannst dich beliebig in der Zeit bewegen. Und das muss auch erstmal in unseren Kopf rein, so von cool, was das jetzt alles heißt. Und da ist echt cool, weil da kann man die ganzen tollen Star Trek-Folgen wieder rausholen und was ist möglich, und auch die Geinen in der einen Folge, wo plötzlich ist Krieg mit dem klingonischen Imperium und der Worf ist nicht mehr auf der Brücke, sondern er war nie da, und sie spürt die ganze Zeit, dass das, was halt überhaupt nicht so sein sollte und überhaupt nicht so sein sollte. Und dann ändern sie auch die Zeitlinie. Das ist. Also bei Star Trek ist es so Das nah, gelingt gar dass es sich so anfühlt, als ob das auch praktisch meine Idee, also rückwirkend dann meine Idee gewesen wäre. Also ob das in einem Hyperraum-Flash entstanden ist und dann rückwirkend sich in der Vergangenheit platziert hat, dass der diese Ideen hatte. So habe ich es auch schon mal erlebt, wie die Geschichte sich rückwirkend aus solchen Ereignissen aufgebaut hat. Also Das ist. das wäre dann auch so eine Art rekursive Erschaffung, wie man es Genau. bei DMT kennt. Genau, das geht in die gleiche Richtung. Ja, cool, dann haben wir ja hiermit, sind wir ziemlich gut mit der Welt vor mir angewandt jetzt schon dabei. Ich meine, in Worte, Definitiv, das Heiligkeit, ja. weil das ist ja erstmal die Welt vor mir, und was heißt ja, wenn man es dann hat, dann kannst du ja Welten erschaffen und Welten verändern. Genau, dann kann man es anders. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Klappt schon relativ gut. Wobei das jetzt alles Hilfsmittel sind, die uns helfen, diese Frequenz wieder anzuregen. Ich habe die Frequenzen, die durch mich durchgefahren sind, das war ein Fächer an 1000 Einzelfrequenzen, die praktisch nur aufmoduliert waren zu einem Peak, und das hat, da waren nicht eine Parallelwelt, da waren Hunderte drin verschachtelt in dieser, und das hat Sachen aufgefächert, dass du. Genauso wie ich auch so von diese monoatomischen Elemente, da ist wohl echt mehr dahinter. Ich habe es erst so von, ich bin sonst, aber andererseits, wenn man dann wieder an diesem höchsten Punkt ist, dann kannst du von da aus rückwirkend wieder alles auslösen. Also das hilft uns jetzt noch, das ganze Spielzeug, aber später werden wir es nicht mehr brauchen. Ich merke es ja jetzt auch immer, das ist dann, dass ich, wenn ich körpereigen, kriege ich abends manchmal so richtig krasse Flashes, und dann verdreht es mal die Augen und dann zerschneidet das Bild und die Augen wirbelt und verdreht und wirbelt und verdreht. Und dann bin ich nur am Schalten, Schalten, Schalten und merke, wenn ich jetzt noch weiter dreh, 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 dann könnte ich mich da voll hoch reinsteigern. Das. Mit der Frequenz, ja. Genau, dass das. Ja, also. Und die stecken ja wieder letztendlich in uns. Das ist ja nichts Externes. Das ist. Weil alles aus uns erschaffen Wir ist, haben so es als Urgeist auch gepflanzt, ja. die Rekursion her. Warum Genau, soll es auch anders die sein? Rekursion des Seins. Ja, cool.
dann kenne ich es wieder am Tag danach. Oder wenn ich in einer tieferen Schwingung bin, dann schaue ich diese andere Perspektive so an und denke mir nur, hä, wie kannst du das nur so von, manchmal auch so, nee, das wird immer so dahin gehen. Und der Mensch ist, ich kenne diese limitierte Sichtweise, ich kenne all das Dualistische, ich kenne, dass man meint, der Mensch wird immer was zu, du wirst es nie schaffen, ganz von Essen wegzukommen, oder? Wir werden hier immer unser Leben dahin fristen in dieser mühseligen Form. Und man stellt es völlig in Frage, wie man auf solche Sachen kommt. Das ist so ein Perspektivenwechsel, aber kaum ist man wieder in der höheren Frequenz, ist es nur noch rolling, 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 Baby. Und ja, das, ja, nur um hier die Perspektiven rein. Also wir sind alle Perspektiven letztendlich. Wir sind die Zweifler, wir sind die Kritiker, unsere eigenen. Aber wir vereinen das einfach. Wir vereinen alles und dann wird es eine Pyramide und boah, die geometrischen Formen, ich sag's dir. Ja. Ja, wir sprengen alle Grenzen. Genau. Es ist letztendlich. Die Sachen existieren schon immer. Das ist nicht, dass es jetzt was Neues gibt und dann erst können wir es erreichen. Das ist schon immer, alles, was möglich ist, ist schon immer da. Aber wir schaffen uns natürlich die Triggerpunkte, die Stufen, dass wir leichter darauf zugreifen können. Die werden jetzt alle freigeschalten. Das ist natürlich auch dann die ganze Portaltage und Frequenz, was weiß ich alles. Das spielt alles mit rein, aber letztendlich, es wird alles aus deinem Geist erschaffen. Diese äußere Welt gibt's gar nicht. Das ist alles das findet alles hier drin statt. Das sind alles an deinen Innenwänden. Und es gibt nichts, nichts, was wir nicht ändern könnten. So echt, man kann die Welt nur ändern, wenn man sich selber ändert. Das ist so wahr. Und dann nur noch den Fokus finden. Boah. Ist so geil, so kristallklar zu wissen, wo du bist. Echt Gott. Also wir alle sind. Wir haben uns nur wirklich wie dieses Video mit der Zellteilung. Ich habe mich auf viele aufgeteilt, um mich zu verlieren, um mich wiederzufinden. Und ich bin halt echt auch nicht dieser Körper. Das ist nur eine Projektion, die man gerade mal gewählt hat. Ich bin genauso gut du. Ja, ich bin alles. Es gibt nichts, was ich nicht bin. Wirklich nichts. Also Ich verstehe dich. darum ist dieses Ramta-Kapitel, das ich vielleicht noch vertonen sollte, echt auch recht geil mit, wo er sagt, jede Wahrheit ist wahr. Und egal welche, und auch wenn sie wie widersprüchlich sind, jede Wahrheit ist wahr. Und ich habe das erst so gelesen und fand ich cool. Weil so, wer sagt immer jeder, das ist wahr und das ist wahr und das ist die Wahrheit und sonst was. Aber in dem Kontext, dass jeder seine eigene Realität erschafft und dass Sachen gar nicht logisch sein müssen, sondern dass das wirklich wie Buchseiten und wie ein Film zusammengeschnitten wird. Und dann hast du die Sequenz und die Sequenz und das, was du glaubst, manifestiert sich. Also muss es ja so sein, dass es gibt, und auch diese Sache, wie es war, dieses Zitat von Picasso, alles, was du dir denken kannst, was möglich ist, ist möglich. Also damit ist ja genau die Sache, dass jede Wahrheit wahr ist. Gibt's praktisch jede Wahrheit ist wahr, aber es gibt sowas wie eine finale Wahrheit, die dann in die Eins geht und die sich aus dem heraus entwickelt und entwickelt und entwickelt. Das geht Hand in Hand damit. Ich kann nicht. Ich habe erst Bock in die Höhle und diesen. Boah, ich freue mich ja so auf 5 Mio. Kannst es ja nicht vorstellen, aber ich habe einfach. Ich muss davon eigentlich nicht berichten, sondern was ich weiß und was ich spüre, was dann und was mir jetzt schon zeigt, was passieren kann. Nur ich bin. Das ist dann einfach, dann war es, das ist das, was mir seit Jahren am deutlichsten übermittelt wird, was ich im normalen Zustand immer wieder anzweifle. Wie kommt man da drauf, sowas, und jetzt mal wieder muss ich das so krass behaupten, dass wir eine völlig neuere Realität um uns, aber das liegt an der Frequenzerhöhung. Die Erde ist eh schon dabei, Schumann-Resonanz wird höher, die ist jetzt von 7 oder 8 Hertz erst auf 60, dann auf 150 Hertz hochgegangen. Richtig hoch. Und unsere Körper auch. Und Menschen, die nicht mitschwingen wollen, die leben in anderen Zeitlinien, die tangieren uns gar nicht mehr. Und
Das ist wie diese Resonanzexperimente, sobald du eine höhere Schwingung hast, entstehen neue Muster, der kristallisiert die Materie anders. Und dann sind wir plötzlich in einer anderen Umgebung. Und ich sehe immer wieder diesen Kollektiv-Flash-Moment und wieder wirklich, der letztendlich, ich bin nicht dieser Körper, sondern ich bin alles. Ich bin die ganze Bühnenkulisse. Ich bin jedes einzelne Detail darin. Und das kann sich ändern. Und Alles Designs, ja. das wurde sich bewusst. Und ja, das ist, als ob es noch vollendet werden will, dass diese Nachricht eben, als ob der Mandela-Effekt so das letzte Schütteln vorm Aufwachen ist. Das letzte, hey, checks, checks, checks. Das ist ja alles nur ein Traum, nur ein Traum. Eins der Videos heißt ja auch so, wo das echt erklärt wird, die Parallelen zum Klarträumen. Und dann kann ich wirklich in der Höhle hocken und sagen, so, es ist jetzt nicht mehr viel, aber das wird noch ein Viertel, halbes Jahr sein. Und da sage ich so, jetzt ist es erzählt und dann kann halt auch jede Parallelrealität, das ist halt das Interessante daran, dass wenn du es einmal manifestiert hast, als in irgendeiner Form Informationen zu materialisieren, dann können andere Parallelwelten, die jetzt sich entscheiden, nicht noch jetzt schon aufzusteigen, die können dann halt darauf zugreifen und daraus zitieren. Drum tauchen Filme auf, die manche gar nicht machen, oder Bücher, die es noch gar nicht gibt, und oder Filme gibt es auch, die wieder verschwinden. Und drum ist es so von, das will ich noch transportiert haben an die Zellen, und dann ist es im besten Fall, dass ich da in die Höhle gehe, wenn ich rauskomme, gibt's nichts mehr zu, Eine andere Welt existiert, gibt's ja. keinen mehr, der dich schräg anschaut, wenn du, also Ah, dann sind wir, logisch, weil alle aufgestiegen sind. ja, genau. Das ist so der Plan. Und dann ist nämlich auch dieses Entlastende, dass ich dann den Klartraum nicht mehr ändern muss, weil ich mir die ganze Zeit schon denke, wow, zweite Auflage, habe ich sie fertig gemacht, ist mir eingefallen, aber jetzt ist schon echt knapp und 2020 ist schon bald. Und jetzt hast du halt echt da geschrieben, es ist halt echt dämlich, dass man eine Jahreszahl angibt. Das sollte man halt nicht machen. Macht man sich selber Stress. Und das war irgendwie Stimmt. das war nur, weil ich damals auf die Botschaften ich hatte ja keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ich habe keinerlei spirituelle Literatur gelesen, und die ersten drei, auf die ich zufällig treffe, die haben halt, der Gott hat das gleich so krass angekündigt, für jetzt kommst du dann bald, jetzt kommst du dann bald. Damals wusste ich noch nicht, dass es ja sich letztendlich auch nach mir richtet, dass es nicht passieren wird als äußeres Ereignis, sondern in dem Fall wirklich Sondern von innen heraus. genau von innen heraus, dass das einen, und dass dann nicht nur ich diesen Trip erlebe, sondern dass da uns alle reinhaut praktisch. Genau, aber es wäre halt jetzt eine Woche Aufwand, die Seiten zu ändern, den Index zu ändern, das Ding wieder, boah, und ich habe echt was Das an, war immer. will mir das echt sparen, und zweite Auflage ist eh noch ewig hin, und drum, und wenn ich dann halt wieder drin bin, dann sagt's mir halt sofort, das kriegen wir hin, das ist, also das Jahr oder maximal noch ein Jahr Pufferzeit, und ich könnte es ja dann immer noch ändern, wenn ich will, aber das war so ein bisschen, weil mein Ex-Freund damals gesagt hat, aber was ist, wenn 2020 noch alles steht, dann kannst du deinen Kopf auf den Sand stecken. Drum bin ich da so ein bisschen in Zugzwang. Aber es ist gut. Nun gut, dann jetzt machen wir es mal so, dass ich hier mal die Aufnahme anhalte, weil ich denke, wir haben ja jetzt mal die Hauptpunkte benannt. Ja, dann muss ich auch nicht so viel Datenmaterial. Mein Mac ist eh immer so schnell voll. Tatam, tatam.